Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. So, ja, letztes Mal haben wir denen geholfen, den Speer von der Mutter wieder zu bekommen. Und oh. Ich habe schon wieder mit F versucht einzusammeln. Nee, wieso kann ich den nicht wieder deaktivieren? Ach, das ist doch doof. Okay. Gut. Egal. So. Was gab's denn Neues? Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ganz genau. Ich muss gerade wieder ein bisschen reinkommen, deswegen passt es gerade ganz gut, dass ich hier ein paar Sachen einsammeln kann. Ich brauche ein neues Pferd. Genau. Genau, also wir müssen jetzt zu Varl. Ich dachte, aber wie, also ich dachte, der Varl wäre dieser Blöde, aber anscheinend ist das, dass er es doch nicht. Das nehme ich doch mit. Oder er ist vielleicht jetzt vorne am Tor. Okay, dann überbrücke ich den mal. So, und jetzt. Deswegen hat es die ganze Zeit nicht geklappt. Jetzt kann ich den mit dem. Mit dem kann ich das jetzt machen. Das ist wunderbar. Das habe ich ja die ganze Zeit nicht gecheckt, wie es geht. So. Warte mal. Ich glaube, ich habe noch einen Fähigkeitspunkt, oder? Ja, einen habe ich. Hier. Sammeln beim Reiten Ressourcen ein. Jawollo! Das werde ich gleich mal. Das Reiten ist sehr gewöhnungsbedürftig. Weil man drückt eine Taste und dann reitet er die ganze Zeit schnell oder schneller. Und wenn man wieder langsamer reiten will, dann muss man noch eine Taste drücken. Und das ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Naja, okay. Aber ich check schon, warum sie es gemacht haben. Weil für weite Reisen ist es ein bisschen unpraktisch. Aber da finde ich die Version von The Witcher ehrlich gesagt besser. Mit der Autofahrt quasi. Also. Genau. Das ist echt interessant, dass die Läufer wirklich so Sattel haben. Mit Steigwege und so weiter. Also, das ist sehr interessant. Aber jetzt macht das gerade automatisch. Das kann ich gut gebrauchen. Bis er langsamer wird. Okay, gut. Ich brauche sogar gar keine Taste mehr zu drücken. So, dann. Gehe ich mal kurz zum Händler. Hallo. Genau, weil, also ich habe 300 Scherben, das ist schon mal ein bisschen was. Hatte ich hier Outfits? Eisjägerin. Gegierte Maschine, Unterstützung,
vor Eisschaden. Typische Kleidung für unwirtliche Norden. Banku-Eisjägerin. Also das Eisjägerin sieht schon richtig cool aus irgendwie. Panzerwanderer Linse brauchen wir dafür. Banku Verderbnistilgerin. Okay. Breitkopflinse. Überlebende. Nora Beschützerin. Graserlinse. Ist auch ein cooler Ding. Stille Nora Jägerin. 20 mehr. Mehr Tarnung ist halt schon richtig krass. Bankverderbnis, Eisjägerin. Oh, ja, nice. Momentan haben wir den mit 5 plus. Ich glaube, das ist auch nochmal 5. Mit 10er. Mit einem 10er. Na? Verbergen. Was ist das eigentlich? Ah, Verderbnisschaden. Ah, ja, okay. Nahkampfangriff. Ist eigentlich auch ganz cool. Wenn der vor Nahkampfangriff schützt. Graserlinse. Da brauche ich ja überall Linsen noch. Gut, dann hole ich mir mal den Draht. Zünder hole ich mir noch. Kühlsaft. Verwendung Munition. Lore, Metallgefäß, Holzpaket. Waffen kann ich da noch. Kriegsbogen. Rassler? Diese Bolzenwaffe ist für kurze Distanz. Und der mehrere Projekte. Okay. Interessant. Kaya Jägerbogen. Uiuiui. Im Besitz. Das habe ich. Ja. Kaya Jägerbogen. Okay. Kaya Scharfschutz. Ein Schussbogen. Mit Rüstungsdurchdringung. Das ist natürlich auch nice. Metallband und Metallscherben. Okay. Warte mal. Wobei, ich kann ja auch ein paar Sachen verkaufen, ne? Das da zum Beispiel. Das da. Oder was ist das? Verkauf gegen Objektherstellung. Dann mache ich mal. Alle. Draht habe ich gerade teuer gekauft. Okay, das mag er nicht. Metallblock. Läuferlinse, Wächterlinse. Also ich brauche Metall. Oh ne, Metallbahn brauche ich ja. Oh, damit. Kühlsaft. So, dann schaue ich mal nochmal. Okay, 210 brauche ich und Metallband brauche ich noch 4. Metallband. Verdammt.
hat sie nicht. Dammit! Das hätte ich ja zuerst schon sollen. Na gut, schade. Warte, wo bekomme ich denn Metallband her? Inventar. Nein. Rohstoffe. Metallband. Verderben, Todbringer, Händler, verdorbene Maschinen. Ach. Gut. Ja. Nicht so. Au, oh, das hat doch so viel gedacht. So. Dann gehen wir mal. Geräusche. Direkt vor den Toren? Die Tore scheinen zerstört zu sein. Na dann. Seid vorsichtig! Holt es näher ran! Her! Ah, hi, Wahl. Wahl, nicht wahr? Aloy, die Gewinnerin der Erprobung. Du hast also tatsächlich überlebt. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Die haben nicht sehr viel Achtung vor dem, aber warum auch? Gefahren jenseits des Beckens, die Erprobung, Massaker und die Kriegsherren. Ja, machen wir erstmal die Kriegsherren, weil wir gerade davon sprechen. Kriegsherrin Sona wird vermisst? Das weißt Selbst du doch. Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen. Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär. Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Oh, verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. Ich wollte gerade sagen, also wenn sie ihn mit so viel, also mit so viel, ja, Jobs und so weiter zurücklässt, also das Tor ist ja quasi der einzige Weg, soweit ich weiß, zu Mutters Wiege oder so, Mutterherz meine ich. Und da muss sie sehr viel auf ihn halten, so ungefähr. Und ihm vertrauen und naja, es ist seine Mutter. Ja, cool. Massaker am Kriegstrupp. Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen. Direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen. Voller Verderbnis überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sie schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg. Und unsere Verluste extrem. Hm. Dann passt es mit den Gefahren. Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Es heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Coole. Die Gewinnerin der Erprobung. Woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden.
Du hast für sie gekämpft. Wie auch Bast. Und meine Schwester. Seine Schwester war Vala? Es tut mir leid. Ich mochte sie. Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke. Sie starb für andere. Kein Tod ist besser. Es ist echt komisch, dass die Aloy manchmal, also ich meine, sie weiß doch, dass die Kriegsmutter die Mutter war von ihr. Und wenn er der Sohn ist, dann sind sie Geschwister. Also das weiß sie doch alles schon. Aber wahrscheinlich haben sie das so gemacht, falls man nicht alles immer auswählt. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Natürlich werde ich das. Ich meine, ein Läufer! Nein, nein, nicht schießen. Das ist meiner. Wie ist das möglich? Ist schwer zu erklären. Ich habe was entdeckt. Verstehe. Und das war's? Ich wollte gerade, also vorhin, als sie gesagt hat, so ja, dann gehe ich mal, wollte ich so fragen, so ja, da hinten steht ja jetzt dieser Läufer. Wundert die das nicht? Aber hier draußen weiß der Schnee ganz schön. Jam, jam, jam. Aber ich die Göttin schütze dich. Danke, aber ich find's cool, dass sie darauf reagiert haben. Kommt er da durch? Ja! Ja, nochmal. Ja, fein. So, schnell speichern. Gut. Mein ganzes Leben. Immer im Becken. Die Welt ist größer geworden. Aber auch gefährlicher. Das ist wohl wahr. So. Gut, dann wollen wir mal. So, auf jeden Fall werde ich mich um das Banditenlager kümmern. Genau, die Spur der Kriegsherrin. Eine Sucherin vor den Toren, Stufe 12. Okay. Nebenquests. Okay. Ich dachte, wir müssen. Wir sollen auch uns um die Kerle kümmern. Uiuiui. Warte, Richtung Norden war das, oder? Wo war das, das Banditenlager? Was ist das denn? Was bedeutet das, unentdeckt. Achso. Das bedeutet einfach nur unentdeckt. Gut. Aber unentdeckt bedeutet ja nur, dass wir es noch nicht entdeckt haben. Boah, ich bin so schlau. Ich würde zuerst dahin gehen. Falls das wirklich die Banditen sind. Was ich schon fast glaube, weil auf der Map war das ein bisschen rot umkreist. Du wirst mir sicher noch nützlich sein.
Maschinen entdeckt, Graser. Ja. Warte mal, ich steig mal ab, das geht so schnell. Nützlich für eine alte Rezeptur. Medizinbeutel vor. Voll. Gut. Ich lass dich mal kurz hier stehen, falls das wirklich Feinde sind. Verdorbene Zone. Stufe 15. Gut, welche Stufe sind wir gerade? 8. Okay, na gut. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu viel für uns. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, das lassen wir lieber. Ich finde es ein bisschen komisch, dass die Tiere dann gar nichts mehr machen. Die stehen einfach so da. Finde ich ein bisschen schade gemacht. Dichte was? Geht es dir gut, Jäger? Wurdest du beim Kriegstruppangriff verletzt? Nicht wirklich. Und ich bin kein Jäger oder Krieger. Ich bin eigentlich niemand. Du solltest nicht mal mit mir reden. Wer immer du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Cran. Ich wollte mich an den Prüfungen im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Es, lief nicht so gut. Okay. Aber wieso sollte ich... Achso, ist das auch ein Ausgestoßener wahrscheinlich. Ich sollte nicht mit dir reden. Wieso sagst du, dass du ein Niemand wärst und ich nicht mit dir reden soll? Ich habe einen Bogen gestohlen, okay? Und wurde verstoßen. Das war vor der Erprobung. So kann ich in dieser Zeit der Not nicht mal für meinen Stamm kämpfen. Ich muss in der Wildnis leben, ganz allein. Darum wollte ich ein bisschen trainieren. Ich bin bloß froh, dass der Aufseher mit mir geredet hat. Ich glaube, er ist ein Verbannter oder sowas. Ihn scheinen die Gesetze der Stammmütter nicht zu kümmern. Es läuft nicht wirklich besonders gut für dich, was? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, nein. Ich komme klar. Mein Vater sagte immer, Urmutter hätte Pläne für mich. Zumindest bevor ihn ein Läufer überrannt hat. Du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Also, ich zielte gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers, da riss meine Bogensehne, ich stolperte und... Ach, vergiss es. Es war nicht schön, okay? Ich wollte nur etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet? Dort gibt es Prüfungen, fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen, wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht. Der Aufseher ist auf dem Hügel dort, da im Norden. Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. Na, easy. Ich muss jetzt los, Cran. Okay, sei vorsichtig, besonders Richtung Norden. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. Drücke Dim und Quest einmal. Jagdgebiet. Nora Jagdgebiet. Entferne Behälter eines Grasers. Belohnungen. Erledige Maschinen. Oh. Du besitzt diese Waffe nicht, okay. Holzstapelprüfung, ehrlich. Mit Holzstapel fallen. Was ist das denn? Warte mal, ich mach mal kurz die
die Dinge hier weg. So. Nora Jagdgebiet. Gut gemacht, Tobi. Okay. Gut. Dann trainieren wir mal ein bisschen. Mach mal hier schön Feuer, damit es dir nicht kalt ist. Hallo. Ich sprach mit Kren. Er sagte, dies sei ein Jagdgebiet, um sein Können zu testen. Armer Kren, nicht der beste Jäger, aber das macht ihm nichts aus. Hm, trägst ein Sucherzeichen. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht. Du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter, das heilige Land zu verlassen? Mhm. Ja, aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen. Wirklich? Dann können wir vielleicht offen reden. Es ist so... Ich bin hier für die Kaja. Ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge. In Meridian. Wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem. Du könntest genau die Person sein, die wir suchen. Versuch dich doch mal an den Prüfungen. Doch damit eins klar ist. Ich würde begrüßen, wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst. Besonders gegenüber den Stammmüttern. Was ist die Jägerloge? Eine Gruppe von Jägern, die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten, geführt von den Kaja in Meridian. Du wirst sie treffen, wenn du im Jagdgebiet 3 Halbsonnen erlangst. Aber sei gewarnt, sie mögen keine Nora. Komisch. Du dürftest gar nicht hier sein, oder? Nein. Mein Freund und ich verließen das heilige Land und kehrten zurück. Den Stammmüttern würde das gar nicht gefallen. Wir sind wahre Jäger. Wir zogen los, um neue Herden und Maschinen zu finden. Und darum wollten wir auch in die Jägerloge. Doch die Kaja hätten keine Nora aufgenommen, also trugen wir Kaja-Kleidung, als wir uns vorstellten. Nach einer Weile fühlten wir uns wie zwischen zwei Welten gefangen. Nicht ganz Kaja, nicht ganz Nora. Wir vermissten die Heimat. Wir kehrten zurück und haben ein eigenes Jagdgebiet gefunden. Kann das denn gut gehen, ohne die Erlaubnis der Stammmütter? Ich weiß nicht. Doch wir glauben nicht an ihre Regeln. Die Welt da draußen ist groß und es bringt nichts, sie zu ignorieren. Erzähl mir von den Prüfungen. Die Jägerloge bietet in Jagdgebieten Prüfungen an, bei denen Jäger ihr Talent beweisen können. Was bekommt man, wenn man sie besteht? Den Stolz auf sein Können. Und Abzeichen, je nachdem, wie gut man war. Hier bieten wir Werkzeugprüfungen an. Was für Werkzeug? Zur Jagd braucht man nicht nur einen Bogen. Du musst einfach alles Verfügbare einsetzen, sogar deine Umgebung. Das siehst du, sobald du eine Prüfung machst. Gut, dann würde ich sagen, machen wir eine Prüfung. Bin mal sehr gespannt. Und, aber das machen wir erst die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.